Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading bei FXZ mit Thorsten Helbig von Forex Pro Systeme. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FXZ. Wir schauen uns zunächst den Risikohinweis an. Bitte dieses Webinar nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, dient nur zu Schulungszwecken und Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Gut, dann, lieber Thorsten, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm, wünsche viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Du übergibst mir den Bildschirm. Okay, ich schicke Conny runter, die holt ihn ab. Klingelst du oder stellst du ihn vor die Tür? Ist schon da, einfach annehmen. So, mal gucken, welchen ihr überhaupt seht. Den dürft ihr sehen, alles andere nicht. Da, wo die Millionen drauf sind. Ihr habt mich im Blick, oder? Kann das sein? Okay, kurzes Guten Morgen von mir, von meiner Seite. Nelson meinte, es gibt viel zu sagen. Also ich werde versuchen, was zu sagen. Ich werde versuchen, ein bisschen was zu sortieren. Wenn ich laufe hier ein bisschen rum. Wenn der Ton schlechter werden sollte, müsst ihr mir das sagen, bitte. Aber ich habe extra für euch heute das Mikro gewechselt, da ich gestern schon Schimpfe gekriegt habe. Ja, es ist tatsächlich wieder leiser geworden. Das verstehe ich nicht. Jetzt ist es besser. Welches Mikro hat der Kerl hier? Okay, ich versuche mich in der Nähe vom Schreibtisch aufzuhalten. Das passt. Ich habe vier verschiedene Mikros und ich weiß immer nicht, welches er nimmt. Eingestellt habe ich das, was ich direkt an der Bierluke habe. Okay, so, wir starten mal heute etwas anders, glaube ich. Ich habe seit gestern so ein bisschen Diskussionen. Ich glaube, das Gros, was hier anwesend ist, kennt mich. Mein Name ist Thorsten Helbig, Inhaber von Forex Pro Systeme und. Und dann findet ihr ein bisschen mehr bei uns auf der Homepage oder schickt mir eine Mail, dann telefonieren wir, erzähle ich euch einen Schwank aus meiner Jugend, aber ich glaube, den will nicht jeder wissen. Aber ich glaube, das Gros, was hier ist, die kennen uns oder mich auch schon. Was machen wir? Wir handeln Euro, US-Dollar nach dem Regelwerk Euro Pro, im Moment bevorzugt nach den Zielbereichen, die in Euro Pro enthalten sind. Und dafür haben wir ein ziemlich klares oder festes Regelwerk. Und wir handeln den DAX, den handeln wir diskretionär. Den analysiere ich liebend gerne manuell, arbeite mir meine Marken raus, die wir dann handeln. Und wir handeln ein einziges Regelwerk im Dow Pro. Und auf die drei Sachen werde ich heute einfach mal eingehen. Und da immer viele Fragen kommen, wie läuft das bei euch ab? Wie kann man da was lernen oder wie komme ich an die gleichen Marken und so weiter, will ich das heute mal benutzen und kurz erklären. Wir sind so ziemlich die größte Community in Deutschland, was den Börsenhandel betrifft. Community ganz bewusst deswegen, weil ich sehr, sehr viel Wert drauf lege, dass wir hier miteinander was machen. Ich probiere das mit Nelson schon seit Jahren, dass wir miteinander was machen, aber meistens ist er morgens so frech. Genau wie Lotz, wir probieren das auch immer miteinander. Aber also bei uns heißt es, wenn einer ein Problem hat, sollen ihm die anderen auch helfen. Wir versuchen das so weit, wie es geht, aber da wir über 1500 Leute sind, schaffen wir das hier bei uns im Haus nicht alleine. Deswegen auch das Hauptaugenmerk auf der Community. Wie machen wir das? Wir haben einen Blog unter www.ufbas.de, wo wir unsere Analysen morgens schreiben. Die kann man einmal nachlesen. Manchmal begleiten wir die auch wenn das seit gestern etwas stockt, weil die Verbindung zu Facebook mal wieder, sage ich mal, weggeflogen ist. Beziehungsweise hat Facebook meine Analysen, die ich am Montag geschrieben habe, dass wir im Euro-US-Dollar einsteigen und dann rausgeflogen sind oder einen Stop nachziehen und so weiter, hat Facebook als nicht den Richtlinien entsprechend eingestuft und hat sie alle blockiert beziehungsweise gelöscht. Und seitdem geht im Moment gar nichts.
Da wir damit ein paar Mal schlechte Erfahrungen gemacht haben, haben wir uns ein bestehendes Tool umprogrammieren lassen, so dass alles, was wir schreiben, alles, was wir analysieren, haben wir auf Slack kopieren lassen. Und auf Slack sieht man dann alles, was wir geschrieben haben. Damit möchte ich jetzt mal ganz kurz starten, um den Fragen vorzubeugen, wie läuft das bei euch? Die Frage war, am Montag haben wir geschrieben, dass wir long gehen sollten. Der DAX sollte über 12.400 klettern, idealerweise 12.400, 12.475. Und bei 12.475, dort macht es Sinn, über Short-Positionen nachzudenken. Ich platziere dort eine Short-Limit. Kurz danach haben wir geschrieben um 9.16 Uhr, wir gehen im Bereich Gap Close. Das gucken wir uns gleich im Chart nochmal an. Haben wir geschrieben, dass wir bei 12.350 long gehen, Stop über 12.300, Ziel 12.470. Dann haben wir bei 12.354 haben wir gelongt und dann habe ich irgendwann gesagt, Stop, hinterher. Ich habe dann geschrieben, ich bin unterwegs, deswegen den Take Profit auf 12.480 und abends um 21.14 Uhr haben wir geschrieben, entweder setze ich jetzt einen Flat-Befehl, den kennt ihr wahrscheinlich im Stereo-Trader, dass man sagen kann, kurz vor Börsenschluss soll er einfach alle Positionen schließen oder der Stop geht auf 12.410, je nachdem, wer welche Performance hingelegt hat. Da ich das Oktoberergebnis schon letzte Woche eingespielt habe, noch im September, ging mein Stop auf 12.410. Das war die Begleitung am Montag. Lutz, auch das andere gucken wir gleich. Das war die Begleitung, so wie wir das machen. Wer bei uns im Paternoster-Club Mitglied ist, bekommt diese Nachrichten binnen 40 Sekunden nach dem Versenden hier, bekommt er die auf sein Smartphone bzw. auf seinen Bildschirm zu Hause auf den Rechner. So, jetzt gucken wir uns mal das Spiel dazu an. Muss ich mal gucken. So, das war dann die Nacht. Wir haben den Stop abends auf 12.410 gezogen. 12.410 haben wir gerade gelesen und wir waren dann um 22.55 Uhr, also mitteleuropäische Zeit, 21.55 Uhr im Tief bei 12.410. Bei 12.410.10. Ich glaube, das kann man erkennen, oder? Lutz? So, jetzt ist er wieder eingeschlafen. Wir hatten das Tief bei 12.410.10. Das heißt, das macht, jetzt wird Nelson sich gleich geschmeichelt fühlen, das macht einen guten Broker aus. Ich habe schon Brokerhäuser erlebt, wenn dann Stop bei 12.410 liegt und der Kurs bei 12.410,10 ist, dann holt er sich auch den Stop da unten noch schnell. So, er hat unseren Stop praktisch ganz knapp verfehlt. Wer weiß die Marken noch? Was hatten wir gesagt? Wo soll er oben hingehen? Wir haben gesagt, wir wollen die Long-Positionen im Bereich 12.470, 12.480 schließen. Bei 75 wollen wir die Long-Positionen schließen und wir wollen dort auf Short drehen. Das ist dann schön über Nacht passiert. Positionen von 54 kommen, sind hier oben mit 120 Punkten rausgeflogen. Gestern Morgen haben wir die ganze Position dann erörtert. Man sieht hier den Start noch der Short-Position. Dort hatte ich vier Stück hingelegt. Also deswegen zeigt er hier nur eine an. Ich splitte das immer in 5 CFDs. Wir haben hier dann mit einer Limit-Pullback gearbeitet und der Kurs war 12.477, sind wir rein. Wir haben geschrieben, 40 Punkte Stop haben wir dafür platziert. Gestern Morgen hier der kurze Ausflug an die 96.30, hat unseren Stop lange nicht gerissen.
ist dann so ein bisschen rumgeeiert und ist dann gestern Vormittag hier runtergeeiert, hat sich dann hier schön gehalten. Man sieht hier an der Seite, wie ich diese Phasen dann benutzt habe zum Pyramidisieren. Zu dem Thema Pyramidisieren komme ich gleich. Wir haben dann diese Position hier Stück für Stück pyramidisiert, immer mal einen draufgelegt hier, immer mal hinterher. Und genauso dann hier unten, gestern Nacht hat er dann nochmal welche nachgelegt. Das hat den Durchschnittseinstieg etwas verschlechtert, aber wir liegen jetzt hier beim Durchschnittseinstieg 12.317, die 12.350 sollte er nach Möglichkeit nach oben nicht mehr verletzen. So viel zu dem, was hier läuft. Ein Wort zu dem Pyramidisieren, weil dazu wurde ich gestern zwei, dreimal angesprochen. Das erste Mal wurde ich darauf angesprochen, ich will nicht sagen kritisiert, weil konstruktive Kritik ist immer angebracht, finde ich immer sehr gut, aber ich sollte doch bitte angeben, in welcher Größenordnung ich pyramidisiere, damit man das sauber nachvollziehen kann. Dieses habe ich strikt verneint, weil diese Größenordnung gebe ich nicht an, auch nicht in Prozent, auch nicht in Prozent von der Positionsgröße, weil jeder, der hier irgendwo sitzt und irgendwo handelt, ist Punkt A für die Geschichte selber verantwortlich. Jeder hat ein anderes Risikomanagement. Jeder hat ein anderes Gefühl. Ich handle liebend gerne mit 2% Risiko. Das ist für einen Newcomer, für einen Starter viel zu viel. Zweitens, wenn ich diese Größenordnung angebe, kann das durchaus als Handelsempfehlung ausgelegt werden. Drittens, jeder muss selber wissen, will er überhaupt aufstocken? Ist die Marke überhaupt was? Alles, was wir machen, alles, was wir veröffentlichen, ist dafür da, dass als Analyse, als Anhaltspunkt für deine eigene Analyse, dass du selber nachgucken kannst, wo kommt die Marke her, warum, wieso, weswegen hat er diese Marke jetzt genommen, warum nutzt er gerade die. Zweitens gibt es ja auch viele, die an den Entry verpasst haben und nicht aufstocken können, weil sie gar nicht drin sind. Ich erzähle jetzt mal ein Beispiel, was ich gestern auch dafür benutzt habe. Wir haben gestern Morgen hier oder in der Nacht bei 12.480 gestartet. Dann habe ich gesagt, okay, ich stocke hier bei der, komm, zeig's mir, bei der 12.432 auf. Das heißt, ich bin 48 Punkte vorne. Wo will mein Stop hin? Ich bin 48 Punkte dann vorne, wenn ich dort aufstocke, muss mir dann ausrechnen, wo geht mein Stop hin, wo kann ich meinen Stop hinlegen, um nicht wieder ins Risiko zu gehen, weil aufstocken kann ich nur dann, wenn ich aus dem Risiko gehe. Ich bin 48 Punkte vorne, das heißt, kann ich meinen Stop auf 24 Punkte in den Gewinn ziehen, sagen wir auf die 56, von der 80 kommend auf die 56, kann ich meinen Stop auf 24 Punkte bin ich dann Break-Even, dann kann ich meine Position verdoppeln. Bin ich da noch lange nicht Break-Even, weil ich nicht da oben reingekommen bin, sondern viel tiefer, kann ich meine Position nicht verdoppeln. Dann kann ich sie vielleicht nur dritteln oder nur einen kleinen Teil. Also, wir haben hier viele dabei und darauf komme ich nachher gleich. Wir haben viele dabei, die wir als Gäste eingeladen haben, das letzte Quartal bei uns zu besuchen, als Gäste im Paternoster Trader Club, als Schnupperkurs. Dafür zahlt man einen Schnuppertaler von 250 Euro. Und für 250 Euro Schnuppertaler kriegt man dann diesen Verlauf hier über Slack geliefert. Da, gestern früh, DAX Long 12.480 geschlossen, Aussage, ich platziere Limits, hat ebenfalls gegriffen. Dann sind die Webinare bei den 250 Euro inklusive, Webinaraufzeichnung wurde hochgeladen. Dann habe ich hier ein bisschen was auseinandergepflückt, den DAX haben wir laufen lassen von der 12.480, haben gesagt, wir stocken nochmal auf. Wenn wir 50% korrigieren, habe ich gestern um 16.30 Uhr geschrieben. 16.16 Uhr haben wir vorgeschrieben, Stops gehen jetzt aber 50 Punkte in den Gewinn.
Da lag mein Stop auch, wie man eben sehen konnte. Durch das Aufstocken ist er nicht mehr 50 Punkte im Gewinn, aber er ist noch im Gewinn. Und danach haben wir nochmal gesagt, dass wir hier, habe ich das nur wiederholt, weil ich das nur auf Slack schreiben konnte. Man findet das nicht immer bei den Paternostern im Club, sondern wenn ich unterwegs bin und ich bin ein freier Händler, ich bin deswegen Händler geworden, um nicht den ganzen Tag hier geknebelt am Schreibtisch zu sitzen, sondern ich bin Händler geworden, um eine gewisse Freiheit zu genießen. Deswegen bewege ich mich sehr viel und dafür ist Slack auch ganz gut, weil dann kann ich auch während der Fahrt mal was reinsprechen. Das ergibt dann zwar einen Haufen Rechtschreibfehler, aber dafür ist das da. Also für alle, die danach schreien, bitte teile uns doch mit, wie du pyramidisierst, wo du pyramidisierst und in welcher Größenordnung. Nein. Ich sage, ja, diese Marke würde ich benutzen. Ich würde diese Marke benutzen aus einer Fibo-Größe und. Wenn wir so eine Sachen auseinanderpflücken wie am Montag, wo haben wir den Montag? Weil wir haben am Montag dann hier in diesem Bereich, haben wir gesagt, wir stocken auf im Bereich, ich habe das ganz bewusst mal noch drinnen gelassen von gestern. Ne, das nehme ich jetzt mal alles raus. Weil ihr wollt ja was lernen, ne? So, wir haben am Montag, ich will das nur zum besseren Verständnis, ich habe am Montag diese Bewegung hier genommen, habe gesagt, okay, wenn er die jetzt bis zur 61,8 korrigiert, dann stocke ich auf. So, das heißt hier in diesem Bereich 12,384 spätestens, 12,384, 12,386, da in diesem Bereich haben wir gesagt, stocken wir auf. Gestern kam dann die Bemerkung, ich habe erst gedacht, ist auch berechtigt. Ich hatte geschrieben, dort stocke ich auf. Wenn ich aufstocke, dann tue ich das, dass ich mich über fallenden Kerzen einstoppen lasse. Das ist bekannt. Wenn es nicht bekannt ist, sollte man sich unser Regelwerk durchlesen oder eventuell mal ein Seminar besuchen, dort wird es erklärt. Die Marke hier kam aus der Fibo-Geschichte. Wenn der Fibo kaputt ist, ist das Aufstocken selbstverständlich hinfällig. Dann stocke ich nicht mehr auf, weil das Regelwerk ist hin. Wenn er diese Marke hier kaputt gemacht hat, wenn er unter die 84 fällt, ist das Ding hinfällig. Dann schreibe ich logischerweise nicht rein. Du, ich habe vorhin gesagt, ich stocke vielleicht bei 84 auf. Ich habe mir das jetzt anders überlegt. Ich stocke nicht auf. Das ist, glaube ich, zu viel. So, genug gejammert, genug erklärt. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich, wie ich sowas handhabe oder wie wir sowas handhaben, wie wir so etwas handeln. Ich gucke jetzt mal noch, ich müsste hier noch irgendwo ein Chart haben. Da. Zweiter Punkt ist, wenn ich so eine Nummer habe, zack, hier. Wenn wir dann so eine Marke haben und sagen, okay, ich ziehe meinen Stop nach und ich habe meinen Stop nachgezogen, da auf so eine Marke, auf die 66 oder so. Und hier ergibt sich auf einmal schlagartig, dass er hier kurz meinen Stop reißt und ich sehe, dass er nur hier auf die Emma aufklatscht. Das ist unsere Emma. Wenn er da kurz aufklatscht und ich sehe, okay, mein Stop lag falsch, ich bin zu geizig, dann gehe ich da sofort wieder rein, direkt. Aber ich glaube, auch das ist bekannt. Also wenn so eine Dinger gerissen werden aber man erkennt dann, warum, wieso, weswegen das Ding gerissen wurde. Da lag nämlich die 66. So, die wurde nur ganz kurz verletzt. Umkehr. Grund war hier die 61er oder 66er Fibo-Level. Die haben hier aus dieser Bewegung, haben die hier kurz gebremst, gezogen. Hat hier in diesem Bereich, haben hier die Amis handeln lieben gerne nach Emma und die haben sich hier einkaufen lassen. Deswegen musste es danach auch weitergehen. Also wer seinen Stop hier hingelegt hatte und dann so eine Umkehrformation sieht und auch den Grund erkennt, der steigt sofort wieder ein. Und ich weiß, dass aus der Position, die wir bei der 54 morgens gestartet haben, nämlich nach dieser Umkehr hier,
Ich weiß, dass viele von uns ihren Stop, dann Break-Even ziehen und das Ding einfach laufen lassen bis zum bitteren Ende. Deswegen konnte man die auch bis dahin laufen lassen. Genauso umgekehrt die Nummer hier runter. Warum reden wir heute bitte Euro aus auf Slack kurz erläutern. Ach so, ja, mache ich. Mache ich doch nur für dich, mein lieber Lotz, nur für dich. Welche Nummer oder welche Periode hat deine Emma? Wer die Analyse bei uns mal gebucht hat und Anna die Art zu analysieren, wie wir da rangehen, auseinandergepflückt hat, der weiß, dass wir die 200er Emma benutzen. 200er Emma in 5 Minuten wird von den Amis bevorzugt benutzt, deswegen benutze ich die auch. Geh Äpfel pflücken, mein Lieber. Bring mir ein paar schöne Äpfel mit. So, deswegen, die habe ich als einzige drinne und die nutzen wir ganz gerne für die Entries. Das machen die Amis auch. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen in die größere Zeiteinheit gehen. Zur Ablenkung mal ganz kurz. DowPro, ne? DowPro gestern Nachmittag hat sich hier ganz kurz hier hochgehangelt. Einstiegsbereich, Umkehrformation und dann Plattouts. Kommend von der 27, 26 bis jetzt 400 Punkte. Diese Nummer hat hier sogar mit fast 40 Punkten Down Gap von einer 5-Minuten-Kerze zur anderen um 16 Uhr geöffnet. Damit war auch der Abverkauf im DAX da. So, jetzt gucken wir uns das ganze Spiel hier mal an. Ich habe vor ein paar Wochen, ich glaube vor 3 oder 4 Wochen mal geschrieben, ich schwelge in Erinnerungen. Wer hat den Artikel gelesen? Wer hat ihn verstanden? Ganz kurz, nicht handheben, das sehe ich nicht. Also nicht, dass ich jetzt am Schreibtisch sitze, hier an der Decke kratzt oder die Finger an der Lampe. Naja, Stefan, du kommst aus Schwaben. Ob du es verstanden hast, weiß ich nicht, weil ich habe es auf Hochdeutsch geschrieben. Okay, ich gehe damit jetzt mal durch die Zeiteinheiten. Nelson kann sich, glaube ich, an die Zeit noch sehr gut erinnern. Wir haben hier, letztes Jahr im September hatten wir hier einen Doppeltop, genau in diesem Bereich. Wir sind hier runtergekommen, er ist hier runtergelaufen an unsere alte Marke. Komm her. Wo haben wir hier kein Fadenkreuz? Da. An unsere alte Marke. Zack. 11,840. So müsste das sein. Gut. 11,861. Ist dann hochgelaufen. Hierhin in diesem Bereich. Hier kam noch die Kante von oben. Die Kanalkante angeschossen. Und mehr. Da. Hallo. Sonst Linie zeichnen, du Knalltüte. Da kam noch eine Kante von oben runter und ist dann hier, hat hier einen Doppeltop gemacht und ist dann direkt durchmarschiert bis zur 12.200. Ich habe es durchgehalten bis zur 11.700. Da war ich gerade in Afrika, genau. Und Nelson hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass ich meine Position schließen sollte. So, jetzt haben wir diese ganze Geschichte hier bis zur 10.2. Von der 10.2 waren wir inzwischen wieder bei der 12.6 hier oben. 12.660. Da ein Hoch, dann ein nachlaufendes Hoch hier nochmal ganz kurz hinterher. Seitdem dümpeln wir hier rum. Das kann man schön als Schulter, Kopf, Schulter als Ende dieser Periode sehen, wenn man mal in den 4-Stunden-Chart geht und den ganzen Kram sehr eng macht. Dann sieht man das. Wir haben einen schönen, stabilen Aufwärtstrend. Wir haben hier eine Schulter, wir haben da einen Kopf, wir haben hier die zweite Schulter, die jetzt ausgebildet sein muss. Das heißt, wir dürften nicht mehr über die 12.500 kommen.
Ich erinnere mal an die Erklärung von vorhin, wenn ich sehe, das war ein Fehlsignal und ich kriege mein gleiches Setup wieder, dann steige ich wieder ein. Das wäre hier genau das Gleiche. Meine Stops liegen da oben. Sollte der wieder erwarten, jetzt nochmal zügig einen Rebound machen und nochmal hochziehen an die Schulter, an die 12,5 und dort oben eine Umkehr machen, Schlusskurs wieder unter der 12,5, würde ich mir immer wieder dort wieder einen Entry suchen. Aber ich halte jetzt auch alle Positionen, die ich habe, und die halte ich jetzt Break-Even abgesichert. Es dürfen keine Verluste entstehen. Ich muss auch immer mit Nelson reden, ob ich noch ein zweites Konto aufmachen kann. Ist ja vielleicht erlaubt. Oder vielleicht habe ich sogar noch eins. Müsst ihr mal in meinen Account gucken. Das ist kein Problem. Alles kein Problem. Kannst du mir mal den Link von Forex Pro Systeme schicken, dann würde ich das, den ganz gerne benutzen. Auch das ist kein Problem. So, und dann würde ich dieses Konto hier nämlich jetzt blockieren und diese Positionen hier ziemlich zügig aufgestockt laufen lassen. Diese Position ist schon aufgestockt auf 70 DAXe, auf 70 CFDs. Warum mache ich das? Warum kann ich das? Passt da dein Money Management und so weiter? Solange ich keine Verluste mehr mache, solange ich nicht kein Geld mehr verliere, so kann mein Money Management nur passen, weil ich kann nichts verlieren. In der Form passt zu dieser Geschichte mein Money Management. Jeder lauert doch immer irgendwie wo drauf, mal so eine richtige Rutsche mitzunehmen. Jeder, der hier irgendwie unterwegs ist, träumt davon. Wenn der Ton schlechter werden sollte, müsste er mir das sagen. Jeder träumt doch davon, irgendwie am Höchstpunkt einzusteigen und am Tiefpunkt auszusteigen. Den Höchstpunkt erwischen wir manchmal, weil wir nämlich ein Webinar mit Nelson und mit Forex Pro Systeme besucht haben und da gelernt haben, uns gute Punkte rauszuarbeiten. Aber den Ausstieg verpassen wir nicht, weil wir die Nerven nicht haben und dann irgendwann die Reißleine ziehen, weil wir eine große Zahl sehen. Vergesst diese Zahl, sondern es gibt Ziele und die sind abzuarbeiten. So, und wenn wir uns diese Ziele jetzt mal angucken, dann ist hier das erste Ziel, der ein oder andere wird es ja lernen, wenn er zum Seminar kommt, und das war nämlich der ausschlaggebende Punkt, gestern auch daran festzuhalten und auch die Stops da oben hinzulegen. Wir haben, nehmen wir jetzt mal anders, ich mache mal einen neuen Chart auf. Richtig, das hat er richtig gesagt. Carsten schreibt mir immer Cojones. Ihr wisst, was Cojones sind? So. Mehr. Ja, Fritz, habe ich gesehen. Die Frage verstehe ich nicht. Mit jeder Aufstockung hast du doch auch ein Stop-Loss, der erst im Minus ist. Nein, wenn ich hier oben einsteige, wir haben gestern den Idealpunkt erwischt hier oben. Ich erkläre das mal kurz. Ach nee, ich glaube, dafür ist jetzt die Zeit zu schade. Das machen wir mal. Ich mache dafür mal ein Paternoster-Webinar. Okay? Solange ich meinen Stop im Gewinn lasse, für die Gesamtposition, ist ja eine aufgestockte Position, ist keine Einzelposition, solange ich meine Gesamtposition, dann gebe ich von den Gewinnen von weiter oben was ab, ja, aber ich gehe nicht mehr ins Risiko, ich kann für die Gesamtposition nichts mehr verlieren. Wir haben hier unten diese Umkehrformation, die er nach oben gemacht hat, hier haben wir die Umkehrformation jetzt nach unten, sogar hier mit einem nachlaufenden Hoch. Da ist er sogar gestern früh ganz kurz drüber geschossen. So, und danach hat er sich direkt in den freien Fall begeben und hat sogar da drunter geschlossen und damit ergibt sich als nächstes Ziel da unten diese Marke. Wir packen mal gleich noch eine zweite dazu, weil das könnte sehr schnell gehen. So. Und
Damit sind unsere Ziele hier unten klar. Die Ziele sind so klar, dass wir hier unten bei 11,9 ungefähr landen und dann bei 11,6. Wir sehen, bei beiden haben wir auch eine Clusterung im 4-Stunden-Chart hier. Und selbst hier haben wir dort ein Tief und dort ein Tief. Das heißt, übergeordnet, die großen Marken 11.920 circa und 11.570 gerundet. Also die werdet ihr die nächsten Tage bei mir in den Analysen und so weiter lesen können. Sollte sich jetzt sogar herausstellen, dass das jetzt schon die Korrektur war und wir kriegen nachher neue Tiefs, dann, ihr Lieben, gute Nacht, Marie. Weil ich weiß, ich stelle mich da volle Granate gegen den Markt. Aber seitdem wir den Stop-Break-Even haben, ist mir das egal. Ich habe viele Diskussionen auch mit netten Kollegen, mit die gesagt haben, hör auf mit deiner Short-Quatscherei. Wir kriegen neues Allzeithoch. Ich vertrete eine andere Meinung. Man muss ja dieser Meinung nicht folgen, aber man kann sie sich vielleicht mal anhören. Also, ne? Nicht so wie immer der Ehepartner. Mal kurz weghören, sondern man kann sich diese Meinung auch anhören. So. Wenn das jetzt schon die Korrektur gewesen sein sollte, hier, was durchaus sein kann, dass das die Nacht gewesen ist, dann kriegen wir eventuell um 9 jetzt noch einen kurzen Lauf über dieses Hoch. Da über dieses Hoch aus heute Nacht. Wir gehen vielleicht nochmal an die 12,280 oder so. Schlusskurs in der Stunde. Hier unten drunter unter der 12,210. Dann dürften wir sogar ziemlich zügig die 12.000 erblicken. Wir haben einen extremen Vorteil. Wir haben nämlich heute erst Mittwoch. Wir haben heute erst Mittwoch. Ärgerlich ist sowas immer, wenn man so eine Position riesig pyramidisiert hat, aufgebaut, 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 aufgebaut und dann auf einmal ist es ratzfatz Freitagabend und Freitagabend sitzt man da und sagt dann, scheiße, jetzt habe ich eine riesen Position, habe eine andere Margin-Anforderung und muss mir irgendwas einfallen lassen. Das heißt, wir können die Tage jetzt bis Freitagabend, wir haben immer noch den Mittwoch, Donnerstag und den Freitag, obwohl morgen Feiertag ist, aber wir haben immer noch die Tage, um das sauber abzuwickeln. Und dann müsste man eben nur so viel am Freitagabend rausschmeißen, dass die Margin reicht. Deswegen ist auch wichtig, so weit oben wie möglich einzusteigen. Bevor ich die Paternoster-Webinare mache, ja, die Schnupper-Paternoster, wenn jemand noch keinen Zugang hat, dürft ihr mich gerne per Mail dran erinnern. Die Schnupper-Paternoster, bitte ein bisschen Verständnis, wir müssen alles manuell machen. Da ist kein Automatismus dahinter geschaltet, wir müssen alles manuell machen. Es kann mal einen Tag oder zwei Tage mehr dauern, okay? Wir vergessen aber niemanden. So, also, hier sind wir jetzt klar, wenn das hier runtergeht, dann sind das hier unten die Ziele. Wenn das hier das Hoch gewesen sein sollte, wenn es das noch nicht war, müssen wir die Kiste ein bisschen verschieben. Weil das wäre dann schon bis heute Abend zu sehen. Mittwoch Korrekturtag. So, mein lieber Nico. Okay, Mittwoch Korrekturtag. Wann haben wir Mittwoch einen Korrekturtag? Wann rede ich mittwochs von einem Korrekturtag? Wer kann mir da helfen? Gerade Nico, weil du es ansprichst. Komm. Nicht nur Klugschnecken. Ich vergesse niemanden. Die aus dem Vogtland, die sitzen beim Webinar auch dann dabei. Das finde ich immer witzig. Die sitzen, die im Vogtland, wenn die hier zugucken, wenn die beim Webinar zugucken, stellen mir so richtig vor, die haben ein Cuttermesser in der Hand, haben draußen sich einen Baum aus dem Gärtchen gepflückt und schnitzen nebenbei irgendwie ein Pinocchio. Und hören dem Helbig beim Sabbeln zu. Bei mir läuft gerade ein Kopfkino ab. Renate, super. Erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Genau.
Wir haben wenn wir Montag, Dienstag in eine Richtung laufen, richtig, was sollen wir denn diese Woche Mittwoch auskorrigieren? Was sollen wir denn heute korrigieren? Wir hatten Montag einen Long-Tag und Dienstag einen Short-Tag. Was sollen wir bitte auskorrigieren? Korrekturtag haben wir immer dann, wenn wir sagen, okay, wir haben eine Long-Woche. Beispiel, wir starten am Sonntagabend mit einem Abwart-Gap nach oben und das Ding rennt nach oben. Am Montag und am Dienstag rennt es nach oben. Dienstagnachmittag oder Abend stagniert das Ding oben irgendwo. Dann haben wir Mittwoch Korrekturtag. Müssen wir mit fallenden Kursen rechnen. Umgedreht öffnen wir mit einem Down Gap, der rennt nach unten, dann haben wir Mittwoch den Korrekturtag nach oben. Aber wenn wir hier jetzt mal gucken, diese Woche, wir haben hier den Montag nach oben und den Dienstag nach unten. Also vom Korrekturtag heute brauchen wir nicht reden. Okay. Lange genug mit dem Jungen aufgehalten. Der Dow, der begleitet die ganze Geschichte. Genau das gleiche. Tiefer Fall, dann hier ein bisschen rumgedümpelt, so eine kleine Flagge. Wenn das Ding nach unten rausschießt, gleiche Nummer in Grün. Der Euro. Der Euro. Wo haben wir den Euro? Da muss ich jetzt mal ein bisschen, da muss ich die Kurse suchen. So. Wo sind wir denn hier? In 5 Minuten, oder? Genau. So, das war unser Plan für gestern. Plan für gestern war, dass wir hier runterlaufen, idealerweise an die 76 und dann hochlaufen an die 01 und an die 09. Das war unser Plan. Ich habe es gestern im Webinar verpasst. Habe diese Punkte leider nicht mitnehmen können hier unten, diesen Bereich zwischen 83 und 76 und dann hochlaufen zwischen die 1 und zwischen die 09. Aber es hat funktioniert. Ich weiß nicht, wer war von euch dabei? Sehr gut. Die Jungs in Oslo waren dabei. Und in Bayern auch. Oslo, klar, die haben eine andere Zeitzone. Die haben auch Zeit, vorm Rechner zu sitzen. Da ist ja stockduster. Nee, noch nicht. Aber bald. Mein lieber Tobias, wir kennen uns noch nicht. Aber Aussage: Viele sagen, es wäre der Dienstag. Viele sagen, man soll nicht Scheiße sagen. Ich sage trotzdem Scheiße. Auch wenn das vielen nicht gefällt. Aber wenn man an der Börse handeln will, wenn man an der Börse handeln will, dann muss man sich seine eigene Meinung bilden, seinen eigenen Handelsstil, seine eigene Analyse und der kann man vertrauen. Wenn man auf viele hört, dann hat man auch viele Setups und vieles ist durcheinander. Ich kann heute Börsenbrief A lesen, 5 Minuten später lese ich Börsenbrief B und dann, der eine sagt Long, der andere sagt Short und was mache ich? Nase popeln. Wohin dann mit den grünen Kugeln? Den ganzen Tag nur Geld verdient haben wir dann auch nicht. Deswegen ist mir das ziemlich egal. Sortieren wir unsere Zielbereiche oder unsere Entries für heute. Zack, zack. Den hier oben hat er noch nicht erreicht. Den nehmen wir mal erstmal raus. Marken für heute sind. Ups. Die 48 für die Shorts und die 41, Mann, und die 41 für die Shorts sind immer ungefähr, ne? Und jetzt kommen nämlich schon gleich an die erste Longmarke. Durch die erste Longmarke sind wir durch. Ich muss das ein bisschen grober machen. Und an der 22 unten würde ich mir jetzt eine Umkehr suchen und dort kaufen. So. Das ist mein Bild für heute. So sieht mein Bild auch in der Cloud aus oder auf dem VPS aus, weil ich in diesem Bereich dann einfach mit dem Smartphone oder mit dem Tablet gehe ich einfach auf den VPS, gucke mir die ganze Geschichte an und sehe, ist er an einer Linie oder ist er nicht an einer Linie.
Ja, ich habe, so wie ich es gestern geschrieben habe, ich bin viel unterwegs, auch wenn jemand sagt, du bist ja immer unterwegs. So viel dazu. Ich bin ein freier Bürger in einem freien Land, sagt unser sprechender Hosenanzug auch immer. Und ein freier Bürger in einem freien Land kann sich auch in einem freien Land frei bewegen. Und das tue ich. Ich nutze diese beiden Dinger, die in den Schuhen stecken, tagsüber. Die benutze ich, um mich durch das Land zu bewegen. Und ich habe auch so eine Blechkiste mit vier Rädern vor der Tür stehen, die benutze ich auch ab und zu mal. Deswegen, wir sind nicht angetreten, um den ganzen Tag hier vor der Kiste zu hocken. Also, wir haben die 10922. Wenn wir solche Marken haben und wir kommen dort in die Nähe, sehe ich immer zu, vom 5 Minuten in den 1 Minuten Chart zu wechseln. Und mir dann hier an diesen Marken eine Umkehrformation zu suchen. Wenn ich diese Marke anlaufe und kriege im 1-Minuten-Chart eine Umkehrformation, komm her, noch ziert er sich ein bisschen. Jetzt kann auch wieder jemand kommen und sagen, ja, guck mal, der ist jetzt an der 25, das ist der Drehstabumkehrpivot in grün aus dem Pfund US-Dollar, der ja hier immer abgeglichen wird. Es ist mir scheißegal, es entspricht nicht meinem Regelwerk. Mein Regelwerk sagt 10922, 10929 oder Euro Pro. So, Euro Pro habe ich jetzt nicht, ist gerade durch, habe ich verpasst. Wäre ein schöner Short-Einstieg gewesen, hätte man schon mal 5, 6 Punkte rauskitzeln können. Aber jetzt muss ich hier nach Zielbereichen suchen und die haben wir bei 10922. Wenn ich jetzt hier unten an der 10922 solche Formationen kriege, ich bringe es mal auf Lutz-Größe, ach nee, brauchen wir nicht, Lutz ist ja nicht mehr da. Lutz ist Äpfel pflücken. Wenn wir jetzt hier so eine schöne Umkehrformation kriegen, aber die eben hier unten an der Marke, dann würde ich diese benutzen, um mich darüber einstoppen zu lassen. Abstand über diese Kerze ist der Spread. Immer beachten, wenn ich so eine Marke nenne, so wie gestern, den Stop im DAX auf 12.410. Wenn ich eine Marke 12.410 habe, ist das eine Marke, die ich mir erarbeitet habe. Heißt, wenn ich einen Stop darunter setzen will, dann muss ich Minimum den Spread berücksichtigen. Das heißt, bei 12.410 Spread berücksichtigen, bin ich mindestens bei 12.408. Bin ich im Nachtverkehr? Nicht das, was ihr jetzt denkt hier, sondern bin ich über Nacht in der Position platziert, dann gehört mein Stop, muss ich sogar 8 Punkte Spread berücksichtigen, weil über Nacht habe ich einen ziemlich hohen Spread. Dann muss ich sagen, okay, ich muss in den sauren Apfel beißen und mein Stop auf 12.402, also darunter 12.401 legen. Wenn ich nicht dazu bereit bin, schmeiße ich die Position raus. Wie hat mein Kollege mal gesagt? Stopp nachziehen ist Quatsch, sondern Gewinne habe ich dann erst in der Tasche, wenn ich die Position realisiert habe. Das kann richtig sein, den Ansatz kann man auch verfolgen, dann kann ich auch Feierabend machen. Wenn ich das aber nicht will, wenn ich größere Ziele vor der Nase habe, muss ich mit solchen Stopptechniken arbeiten. So, wenn wir jetzt hier runterlaufen sollten in diesem Bereich, und wir kriegen jetzt im 1 Minuten so eine Umkehr. Aber ich brauche eine Marke dafür. Das hier ist für mich keine Marke. Wir sind im Nirvana. Das ist für mich noch kein Grund. Er ist auch hier zu weit weg. Hier genau das Gleiche. Wenn er hier bei der 20 drehen würde, also 2 Punkte darüber, also Spread-Berücksichtigung und dann die Umkehr, dann wäre es auch noch ein Grund, sich schon einen Einstieg zu suchen. Hier sind wir im Nirvana und im Nirvana drücke ich nicht auf den Knopf. Das ist Quatsch, das brauche ich nicht. Wozu? Es entspricht keinem meiner Regelwerke. Ich kann spaßeshalber mit engen Stops, was ich ganz gerne mal mache, mit 6 Punkten Stop, dann, wenn ich das unbedingt will, hier drüber da eine Long Limit packen. Muss ja nicht zu groß sein, eine Long Limit packen, 6 Punkte Stop, halbes Lot sind $30. Okay? Kann ich die verschmerzen, ja oder nein? Dann muss ich entscheiden, will ich diese Nummer mitgehen oder nicht? Wenn ich dann analysiere, ich für mich, ich denke jetzt einfach mal laut, wenn es recht ist,
Erste Bewegung. Zweite Bewegung. Die hätte hier unten jetzt erscheinen müssen, ist sie aber noch nicht. Zeitfenster ist mit dieser Kerze rum. Marke ohne Zeitfenster zu berücksichtigen ist und bleibt hier unten. Das heißt, wenn er diese Bewegung komplettieren will bis da runter, dann hat er das hier als Marke und dann kann dort meine Long Limit hin. Auf jeden Fall habe ich in diesem Fall dann eine faire Chance, wenn er die greift. Er hat ja hier diese Bewegung entgegengesetzt gemacht. Wenn wir uns dieses Muster dann mal anschauen, dann sehen wir, er kann von da unten dann auf jeden Fall bis da hochlaufen. Wenn er diese Marke greift, dann kommen wir hier von der 22 und sind dann hoch an die 26 und demnach muss ich den BE-Schutz auf 4 Punkte legen. Oder 5. So, und dann schalte ich den an. So, und dann sage ich, okay, gucke, wo ist mein Take Profit? Mein Take Profit ist oben bei der 49, also 27 Punkte. Dann kommt hier auch eine 27 rein. Dann habe ich auf jeden Fall eine faire Chance. Mal gucken, vielleicht macht er das Spiel jetzt sogar. Dann habe ich das ganze Ding nach meinem Regelwerk automatisiert. Nach meinen Zielbereichen habe ich mir die Marke hingelegt. Hier unten darf er jetzt die Long Limit greifen. Ich muss über diese Marke ungefähr 1,5 Punkte. Wir haben 0,8, 0,9 Spread. Den muss ich berücksichtigen. Also muss ich hier sogar 2 Punkte drüber dahin. Die Marke sollte er dann greifen, aber auf jeden Fall eine Chance, dass er von da bis da hoch läuft und dann sollte er Break-Even gehen und dann da oben den Take-Profit platzieren. Und fertig. Mehr brauche ich nicht. Ich könnte jetzt dann, wenn die Position gegriffen hat oder gegriffen wurde, kann ich das Ding auch noch automatisiert hinterher trailen lassen. Es gibt genug Möglichkeiten, hier im Stereo-Trader das Ding hinterherlaufen zu lassen, vollautomatisiert den Stop hinterher zu ziehen. Wenn man das denn will, man geht das Risiko ein, dass er irgendwo wieder so eine Phase zwischendurch hat, wo es ein bisschen rumeiert, dann fliegt man raus und danach macht er einen richtigen Move und man kotzt. Deswegen ich habe oder wir bei uns haben unsere Performance vom Oktober im Sack. Deswegen ich bevorzuge hier jetzt das Setup, das Ding hier unten zu greifen, Break-Even zu gehen und dann mal gucken, ob ich den Take-Profit überhaupt drin lasse oder ob ich den nicht einfach rausnehme. Was, wenn es Limit-Käufe am gestrigen 19 Uhr, weiß ich, 19:40 und deshalb schon nach oben geht, ist auch an die MA20 gelaufen? Ja, kann er. Meine liebe Renate, das weißt du. Dazu kennen wir beide uns viel zu lange. Glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, geht das jetzt ins 8. Jahr oder ins 9. Jahr, dass wir uns kennen. Du weißt, eine MA20 interessiert mich nicht, sondern ich handle hier nach meinem Regelwerk. Und das, was meinem Regelwerk entspricht, ja, die Zielbereiche nehme ich nach meinen Zielbereichen. Die liegen da, wo ich sie jetzt hingelegt habe. Das ist mein Regelwerk. Wenn dieses Regelwerk nicht greift, dann warte ich, bis er auf Long gedreht hat und dann habe ich bei Long immer noch mein Regelwerk Euro Pro. Dann verpasse ich zwar den tiefen Einstieg, aber ich kriege auch nicht so oft auf die Fresse. Deswegen, entweder holt er jetzt da unten meine Limit, dann ist das ein schöner Start. Wenn er die nicht holt, dann, ja, meine Liebe, so alt schon. Ich erinnere dran, 2013 Juli, Sylt. Das war 2013. Und ich glaube, das erste Mal gesehen haben wir uns 2010 in München. In München in der Veranstaltung mit WHS, mit Stefan Fröhlich und der lieben Liv. Da habe ich einen Vortrag gehalten und du hast
Vorne in der ersten Reihe gesessen, links, also von mir aus vorne gesehen, links, der dritte Platz, also der linken Hälfte, es waren vier Leute in der ersten Reihe und du hast auf dem dritten Platz von links außen gesessen, also zweiten rechts vom Mittelgang. So viel dazu. Hattest eine ockerfarbene Lederjacke an und eine weiße Brille. Also eine zweifarbige Brille. Vorne war sie etwas bunter und die Bügel waren weiß. So, kleiner Ausflug. Mal gucken, ob das Gedächtnis noch funktioniert. Okay, hier können wir nur drauf warten. Greift die Nummer oder greift die nicht? Na komm. Mach den Schub noch. Jetzt, ich vermute bald mal. René, ich vermute bald mal, es gibt es gleich einen kurzen Spike hier nach unten, dann holt er schnell die Order und dann wird er ziemlich zügig nach oben drehen. Ja, wir haben noch lange. Nee, mache ich jetzt nicht. Alles gut, meine Liebe. Also viel mehr gibt es jetzt, glaube ich, auch nicht zu sagen. Ach du Scheiße, die Stunde ist ja auch schon rum. Nelson, ansonsten stehst du immer hinten und mitten und hebst den drohenden linken Arm und tippst mit dem rechten Zeigefinger auf die Uhr. Warum nicht hier? Nee, hier nicht. Hier hast du noch ein paar Minuten. Okay. Ja, genau, deswegen hatte ich das aufgerufen. Also, was wir anbieten im Moment ist diesen Schnupperkurs hier gegen einen kleinen Schnuppertaler von 250 Euro bis 31.12. Gast bei den Paternostern zu sein. Als Gast bei den Paternostern genießt man nicht den vollen Umfang von den Paternostern. Logischerweise, den können wir für das Geld nicht leisten. Und ich, das war vielleicht gestern etwas direkt, aber als mich jemand von den Schnupperparanostern angeschrieben hat und gesagt, ja, sag mir doch mal, wie ich dann aufstocken soll, welche Prozente, damit ich weiß, wo mein Stop hingehört, dann gesagt, tut mir leid, für 250 Euro im Quartal gibt es keinen Mathematikkurs. Das ist nicht beleidigend oder so, sondern es hat lediglich zu sagen, dafür ist jeder selber verantwortlich. Aber bei unseren Paternostern kriegt man dann solche Anleitungen, solche Kurzstatements, wenn man das nicht versteht, kann man nachfragen, man kann die Webinare benutzen. Alle Webinare bis 31.12. sind inklusive, wo wir zwischen Weihnachten und Neujahr wohl nichts machen. Also werden wir am 19. oder 20. Dezember dieses Jahr Schluss machen. In der Regel mache ich 30 Webinare pro Quartal. Das ist heute das zweite. Also hat man noch 28 Webinare vor der Nase, wo man auch etwas lernen kann und Fragen stellen kann. Wer das gerne möchte, jetzt muss ich mal ganz schnell suchen, weil ich hatte vorhin extra dazu was. Bup, 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 bup. Da. So, ich suche mal schnell was raus. Genau da. Wer das möchte, ich stelle hier mal einen Link ein für alle. Wenn ich das darf, Nelson packt den bestimmt gerne auch noch mal die Nachfassmehl. Einfügen. So. Da ist ein Link, wo man sich das anschauen kann, um dieses Schnupperangebot zu nutzen. Wer etwas ängstlich ist und irgendwie sagt, ja, ich weiß ja nicht, ob das funktioniert oder so, einfach gucken. Aber es sind Anhaltspunkte, bitte. Guckt in euren Chart, zeichnet eure Linien, besucht die Webinare, schaut die Aufzeichnung an, die findet ihr in eurem Account. Schaut euch die Aufzeichnung von den Webinaren hinterher an und versucht bitte, das selber zu lernen, selber zu analysieren. Übung, Übung, Übung. Das ist es. Lernen ist die Tochter der Wiederholung. Also immer wieder den Kram alleine rauspopeln, weil dann könnt ihr abends nämlich auch stolz sein und guckt mal hier, das war heute meine Analyse und Thorsten hat das Ähnliche rausgekriegt. Ich mache das immer jeden Morgen.
wenn ich im Bad sitze und höre dann Radio und dann sagen die, es ist 6.25 Uhr, dann gucke ich mal meine Uhr und sage mir, genau, mal wieder einen schönen Tag erwischt, Radio geht richtig. Und genauso könnt ihr eure Analysen machen und könnt dann sagen, okay, guck mal, meine Analyse passt, Thorsten hat es ausnahmsweise auch mal richtig gemacht. Dafür ist das dann da. Wir bieten auch im Moment ein Komplettpaket an, dass man sagt, okay, man bucht das die Paternoster bis 2020, bis Dezember 2020. Es gibt auch Pakete, wo man dann eine Europro-Lizenz dazu bekommt, weil die ist für ein Jahrespaket bei den Paternostern inklusive. Ihr müsst uns einfach nur ansprechen, dann sind wir auch gerne für euch da. Bei den Schnupperpaternostern gibt es nicht die Analyse. Die Paternoster kriegen die Analyse dazu. Die können sie dann nachvollziehen. Bei den Schnupperpaternostern gibt es die Analyse nicht. Und es gibt auch keinen Support. Keinen technischen Support. Wie richte ich jetzt Fleck ein? Ihr kriegt eine Einladung hier zu diesem Tool und ihr kriegt eine Anleitung als PDF und müsst es euch dann bitte alleine einrichten. Es gibt keinen Plattform-Support, außer den Support, den FXLED sowieso sehr gut leistet. Dafür mal Danke nach Ratingen. Es gibt keinen technischen Support, es gibt keinen Support für Positionen oder so. Dafür sind die Webinare da. Dort könnt ihr uns dann gerne Löcher im Bauch fragen. So, bis wann muss die Anmeldung vollzogen sein? Für nächstes Jahr? Ja, schreibt mir eine Mail und wo ein Will ist, ist auch ein Gebüsch, mein Lieber. Ne? Weil den Club gibt es jetzt über ein Jahr und die Mitglieder, die seit letztem Jahr dabei sind, haben selbstverständlich bei der Verlängerung Vorrang, weil die Mitgliederzahl ist begrenzt. Und damit habe ich hoffentlich für heute alles gesagt. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen was aus dem Markt kitzeln. Ihr habt ein bisschen was verstanden. Vielleicht auch verstanden, warum ich hier jetzt noch nichts mache. Weil das Schöne ist, wenn ihr jetzt hier so eine Range aufbaut, habe ich eine ganz faire Chance, dass er diese kleine Range mit einem Fake nach unten verlässt und dann nach oben abdreht. Nimm meine liebe Renate. Und da ist mir die 20er Emma egal. 20 ist mir auch viel zu jung. Ne? Wir sind ja nun schon vom etwas älteren Semester, sind ja nun schon über 30. So, und in diesem Sinne will ich jetzt auch, ja, pünktlich, ne? Auf die Stunde, auf die Minute genau, möchte ich mich jetzt hier verabschieden. Sage Danke an Nelson, dass wir hier die Chance hatten, uns so ein bisschen zu verständigen und euch mal zu zeigen, wie wir handeln. Danke, dass ihr so zahlreich da gewesen seid. Immer schön zu sehen, dass auch der ein oder andere auch mal morgens aufsteht und nicht jetzt erst 8:45, um zu gucken, was 8:45 an der Börse passiert. Und ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Blick in meine Gedankenwelt vermitteln und freue mich auf das nächste Mal. Ich weiß gar nicht, wann der nächste Termin ist. Und den einen oder anderen sehen wir ja vielleicht dann auch mal auf der WOT oder so. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, viele, viele Punkte und bleibt tapfer und haltet im DAX durch, wenn ihr dabei seid. Ich glaube, das lohnt sich. Hauptsache, ihr seid break-even abgesichert. In diesem Sinne jetzt einen schönen Tag und tschüss, tschüss. Danke nach Ratingen. Danke dir, Thorsten. Immer wieder gerne und der nächste Termin ist am 17. Da gibt es wieder Live-Trading mit dir hier bei uns. Welcher 17.? 17. Oktober. Okay. Ja, kannst du mir später sagen, dass du es vergessen hast. Ja, ich habe ja gerade gesagt, ich bin über 30. Knapp. Gut, dann will ich mich aber natürlich bei den Teilnehmern bedanken. Wie Thorsten gesagt hat, immer wieder schön, dass wirklich so viele morgens dabei sind und Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online, beziehungsweise nur, wenn Thorsten das möchte. Das muss er mir dann noch sagen. Ansonsten wünsche ich Ihnen natürlich morgen einen schönen Feiertag. Und falls Sie diese Woche noch handeln, Freitag ist ja NFP, dann viel Erfolg
und hoffentlich dann bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.